32 des Kollegen Oliver Kaczmarek. Herr Kollege, Ihre Frage behandelt erneut, allerdings in anderer Form, den schon viel zitierten, die schon viel zitierte Energievereinbarung. Ich kann es Ihnen jetzt gerne noch einmal verlesen. Ich fürchte, Sie können es dann bald mitsingen. Die Bundesregierung hat die Kernenergievereinbarung vom 14. Juni 2001 von Anfang an als rechtlich nicht verbindliche politische Vereinbarung eingestuft. Die Umsetzung der Vereinbarung erfolgte insbesondere durch eine Änderung des Atomgesetzes. Wie jedes Gesetz kann auch das Atomgesetz geändert werden. Der verfassungsrechtliche Grundsatz des Vertrauensschutzes betrifft unter bestimmten Voraussetzungen ausschließlich Gesetze mit rückwirkenden Regelungen. Auch das hatten wir an der Stelle jetzt schon mehrfach unter anderem für die Stadtwerke diskutiert. Sie haben eine Nachfrage. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich habe Ihre Ausführungen vorhin so verstanden, dass Sie nicht bestreiten, dass es möglicherweise wirtschaftliche Schwierigkeiten auch geben könnte aufgrund der veränderten Grundlagen in der Energiepolitik. Deswegen meine Frage, gibt es innerhalb der Bundesregierung, vielleicht auch in anderen Häusern Überlegungen, Unternehmen, die jetzt möglicherweise Investitionsentscheidungen getroffen haben auf dieser Grundlage und in Schwierigkeiten geraten, diese zu unterstützen? Herr Kollege, es ist häufig so, dass wenn wir Gesetze verändern, und ich nehme mal das vielleicht nicht ganz so umstrittene Erneuerbare Energiengesetz, was wir alle im Kern seines Anliegens als positiv und förderlich empfinden, selbst damit Veränderungen auch immer eingreifen bzw. Gewinnerwartungen von Unternehmen entweder schmälern oder bestenfalls auch befördern. Und ich darf noch mal an die vergangene Legislaturperiode erinnern, wo auf expliziten Wunsch der Sozialdemokraten im Bereich Biomasseanlagen Entscheidungen getroffen wurde, die Biomasseanlagen in eine schwierige Situation gebracht haben. Wir haben dies damals im Zuge des Koalitionsfriedens mitgetragen, haben diese, wie wir finden, Fehlentwicklung aber jetzt korrigiert. Insofern glaube ich, dass Sie jetzt ein bisschen Krokodilstränen vergießen, wenn Sie sich um einzelne Unternehmen Sorgen machen. Noch einmal, der Gesetzgeber darf nicht ohne weiteres rückwirkend Änderungen vornehmen. Allerdings für zukünftige Entscheidungen gilt das nicht. Wenn es Gesetzesänderungen gibt, und die gibt es laufend, dann gibt es immer ein gewisses Risiko, auch für Investoren. Haben Sie eine weitere Nachfrage? Bitte. Eine weitere Nachfrage. Wenn ich das richtig sehe, dann stützen sich ja auch Wachstumsprognosen der vier beteiligten Konzerne am Atomkonsens auch auf Steigerungsraten durch die Verlängerung der Restlaufzeiten bei der Atomenergie. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die Unternehmen, die möglicherweise, wir wissen es noch nicht genau, aber es gibt vielleicht Anzeichen, in Schwierigkeiten geraten, mittelständische Unternehmen und möglicherweise das Handwerk sind. Deswegen würden Sie meine ökonomische Einschätzung teilen, dass hier eine Entscheidung zugunsten von Großkonzernen und zulasten von mittelständischen Betrieben gefasst werden könnte? Zuallererst hat sich die Bundesregierung vorgenommen, erneuerbare Energien auszubauen und einen ganz klaren Schwerpunkt darauf zu legen. Hier handelt es sich ganz klar um mittelständische Strukturen. Wir werden weiter in den Klimaschutz investieren, unter anderem die Gebäudesanierung. Klares Votum für die kleine und mittelständische Wirtschaft. Ich glaube, dass diese Regierung ein sehr ausgewogenes Energiekonzept nicht nur vorlegen wird, sondern eine sehr ausgewogene Haltung zu allen Mitspielern der Energiebranchen hat. Aber, und das hat nicht nur Bundesumweltminister Röttgen, sondern auch die Kanzlerin mehrfach erklärt, ist unser erklärtes Ziel, die erneuerbaren Energien zielbewusst, zielstrebig auszubauen, damit wir tatsächlich auf mittellangfristige Sicht unsere Energieversorgung mit regenerativen Energien bewältigen können. Herr Kollege Kelber, bitte. Eine ganz kurze Korrektur zu Beginn. Frau Staatssekretärin, die von Ihnen gerade erwähnte Entscheidung aus dem Jahr 2008 zu Biogasanlagen war keineswegs eine Initiative der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, sondern des schwarz-gelb-dominierten Bundesrates, die übrigens richtig war und am Ende durch ein Verfassungsgerichtsurteil unterstützt wurde. Sie haben es trotzdem nachträglich geändert. Das ist Ihr gutes Recht, nur das sollte man festhalten. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Sie nicht zusagen wollen, mit Steuermitteln erstellte mögliche Rechtsgutachten der Bundesregierung
den Deutschen Bundestag zur Verfügung zu stellen. Sie haben gerade mehrfach die Aussagen getroffen über Anlagen zur Stromerzeugung. Weitere Akteure am Strommarkt sind die Netzbetreiber, die natürlich auch Investitionen von der Verteilebene über Landnetze bis zum Einzelanschluss getätigt haben im Hinblick auf geltende Gesetze. Ein weiteres geltendes Gesetz ist die Stromaufsicht der Bundesnetzagentur. Sind Sie bereit, dann das dortige Gesetz so zu verändern, dass Netzentscheidungen und Netzinvestitionen, die aufgrund des Atomausstiegs getätigt wurden und in Zukunft dann Stranded Investments sind, sich also nicht mehr rechnen, dass sie nachträglich auf die Netzentgelte weiter angerechnet werden können? Oder haben auch diese Marktteilnehmer Pech gehabt? Herr Kollege Kelber, im Rahmen des Energiekonzeptes werden die Stromnetze eine ganz zentrale Rolle spielen. Es ist ja das gemeinsame Ziel auch Ihrer Fraktion, unserer Fraktionen, erneuerbare Energien auszubauen. Dafür brauchen wir mehr Leitungen, wir brauchen konsequenten Leitungsausbau, intelligente Netze, Speicher. All das inklusive der dazu notwendigen gesetzlichen Grundlagen werden wir im Rahmen des Energiekonzeptes beraten. Frau Kollegin Dr. Flachsbart. Frau Staatssekretärin, haben Sie Kenntnisse darüber, ob und in welchem Umfang die damalige rot-grüne Bundesregierung vor ihrer Vereinbarung mit den Energieversorgern umfangreiche Expertise eingeholt hat bezüglich der volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen ihrer Entscheidung, die dann letztendlich in die Gesetzgebung eingeflossen ist, und außerdem auch noch Auswirkungen abgeprüft hat bezüglich der CO2-Emissionen Deutschlands und der Entwicklung der Strompreise, die für den Industriestandort von herausragender Bedeutung sind. Frau Kollegin Flachsbart, solche Studien sind mir nicht bekannt. Bekannt ist lediglich, dass im Vorfeld der Wahlen 1998 der damalige hessische Umweltstaatssekretär Barke gemeinsam mit dem niedersächsischen Umweltminister Jüttner Überlegungen zum gesetzlichen Ausstieg aus der Kernenergie angestellt hat, die dann offenbar eingeflossen sind. Allerdings sind uns nicht bekannt, dass es volkswirtschaftliche Studien zu den Folgen eines Kernenergieausstiegs gegeben hätte. Herr Kollege Becker. Hat sich erledigt. Dann kommt die Frau Kollegin Hendricks. Frau Staatssekretärin, ich habe ja jetzt die ganze Zeit aufmerksam zugehört. Und bisher weiß man aus der Bundesregierung heraus, dass sie gedenkt, das Atomgesetz zu ändern und längere Laufzeiten einzuräumen. Wie genau, weiß man noch nicht. Aus all Ihren Antworten auf die vielen Fragen der Kolleginnen und Kollegen möchte ich vier Worte zitieren, die immer wieder gekommen sind, nämlich, Zitat, im Rahmen des Energiekonzeptes, Zitat Ende. Das ist offenbar das von dieser Bundesregierung beabsichtigte, noch vorzulegende Energiekonzept. Können Sie für die Bundesregierung eine verbindliche Auskunft darüber geben, wann der Entwurf dieses Energiekonzeptes vorliegen wird? Frau Kollegin Hendricks, ich habe vorhin den Zeitplan skizziert. Wir haben jetzt uns über die Rahmenbedingungen verständigt. Die Ausschreibungen gehen in den nächsten Tagen raus. Ich habe weiterhin erläutert, dass wir im zweiten Quartal, im Mai, die Ergebnisse der Studien erwarten. Und es ist unser Ziel, auf der Basis wissenschaftlicher Studien zu politischen Entscheidungen zu kommen. Das scheint mir doch ein Unterschied zur damaligen Abrede der rot-grünen Bundesregierung mit den EVUs. Wir sind immer noch beim gleichen Thema und kommen zur Frage Nummer 33 des Kollegen Ulrich Kelber. Herr Kollege Kelber, Ihre Frage ist